Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elex. Wie ich einfach immer vergesse, wie das Spiel heißt. Wahnsinn. Seit 3 Tagen nichts von nichts anderem mehr geredet, aber immer wieder den Namen vergessen. Okay, dann wollen wir mal. Wir haben hier jetzt Häuser anzugucken. Fangen wir mal mit dem an, sag ich mal. Den Hammer darf ich nehmen, ne? Hey, Heider, na? Es geht. Okay, ich darf hier reingehen. Zumindest hat sich keiner beschwert. Speichern wir mal eben. Alles klar. Sachen klauen hier, es geht auch gerade klar. Gar kein Thema. Muss mal zusehen, dass ich weniger Sachen sammle und eigentlich jetzt mal ein bisschen Erfahrung stattdessen sammle. Denn aktuell sieht das so ein bisschen aus. Du wagst es hier zu stehlen? Ja, okay, sehr gut. Ich höre auf, das Haus zu durchsuchen und fange an, andere Sachen zu machen. Hallo, wer bist du? Aha, Heiler. Na gut. Was haben wir hier? Hallo, ich bin jetzt da. Was suchst du hier? Aha, du. Nachtwache. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Du auch Nachtwache. Und eine verbotene, verschlossene Truhe. Na gut, wenn ich hier nichts zu suchen habe, dann gehen wir wieder. Wer bist du? Eine Setzerin. Gibt's hier irgendwas Tolles zu pflücken? Bei euch in eurem tollen Garten? Nö, hinterm Haus auch nicht. Tja. Toll. Wer bist du? Cormac. Und du? Wache. Cormac, dann unterhalten wir uns mal mit dir. Was hast du denn zu sagen, mein Lieber? Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Na klar. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollen. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur kriegt das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das sich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. So, so. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Tja. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Ja, das macht Sinn. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen.
Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Ein sehr sympathischer Mann. Der macht sehr den Eindruck, als wenn er über Sachen nachdenkt, bevor er sich, bevor er eine Entscheidung fällt oder eine, bevor er Dinge sagt, sich zu irgendwas äußert. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clan-Mitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung. Und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldo reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Klar, das kriegen wir hin. Übrigens, bring mir doch mal was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Nahkampfwaffen. Ja, kein Geld. Und 25 Stärkepunkte brauche ich auch noch. Erhöht den ausgeteilten Nahkampfschaden mit jeder Stufe, das ist doch schon mal geil. Erhöhten Fernkampfschaden, schwere Waffen, Angriffsstärke, Wucht der Schläge. Paradestärke lässt sich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln, Wuchtschlag. Granaten, Jetpack-Angriff. Die Möglichkeit. Das brauche ich. Alter, 50 Geschicklichkeit und 30 Intelligenz. Was zum Teufel? Ich dachte, ich bin ein... Naja. Okay. Bonus gegen Kampf gegen Mutanten, gegen Roboter. Oh Mann, es gibt so viel zu lernen und so wenig Geld. Okay. Aber ich kann einfach mal Attributpunkte vielleicht austeilen. So was hätte ich auch gerne. Können wir mal ein paar Punkte auf Stärke setzen vielleicht. Können wir mal kurz ins Inventar gucken. Irgendwie was, wo man schon mal darauf hinarbeiten könnte. Nicht wirklich. Hier, das da. Achso. Waffe eines Klerikers, da brauche ich. Geschicklichkeit und Stärke. Ich brauche überall Stärke. Ich gehe jetzt einfach mal mit Stärke ein bisschen hoch. Und ich sollte mal irgendwie gucken, dass ich mir eine Rüstung zulegen kann. So. Stufe 3 nach wie viel Stunden? 4 oder so? Das ist also der Thron vom Hammerclan. Aha. Geschichtsband 1. Ominöser Zettel. Oh Mann. Ich hätte die alte da ja zu gern mal raus. Irgendwie. Da habe ich ja schon eine Idee. Ich darf hier rein, ne? Da muss ich später nochmal wiederkommen. Einen offiziellen Weg nach unten gibt es hier scheinbar gerade nicht. Gehen wir doch mal in die andere Richtung weiter. Da lang, was danach kommt. Eine kleine Mana-Pflanze. Und ein Feuerkraut. Da was zu nehmen. Ein Setzerbrot.
Warum man diese ständige Sachen eingesammelte, führt dazu, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich eigentlich alles im Inventar habe und in welcher Menge und so. Okay, ich glaube, wir haben Goliath jetzt in seiner Gänze angeguckt. Gucken wir mal, was wir für Quests machen können. Was ist denn das hier? Anleitung. Audiologs. Haben wir die alle gehört? Es ist zu Ende. Ja. Justin hat den Wein getrunken. Ich habe ihm damit... Was sagen Sie da? Sie haben richtig verstanden. Ihr Antrag wurde... Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die... Wir brauchen diesen Verfluch. Ja, okay, wir haben das alles gehört jetzt. Mittlerweile. Das ist alles, wenn ihr das wissen wollt, was in den Audiologs ist, das haben wir in vorherigen Folgen alles schon gehört. Was ist denn das da unten? Sieht ja strange aus. Achso, ich wollte ja eigentlich gucken, was wir für Quests machen können. Quest-Items wahrscheinlich. So, hier. Hauptmission wollen wir ja nicht gleich machen. Refugium der Separatisten ist noch zu früh. So, können wir hier mal Hauptmission zumachen. Gefährt brauche ich auch noch nicht. Edan. Ein besonderes Stück. Nö. Keildrim braucht Elex. Genau, wir suchen Krall. Upsala. Maschinenteile. Halt, da war irgendwas. Ich erinnere mich, was, wo wir schon einen Schritt weiter waren. Ich weiß nur nicht mehr, was das so noch war. Der eine Typ da, der sich in der Kneipe so hart besoffen hat, den suche ich. Raketenbohnen. Rocket Beans. Oh, wie cool. Das ist auch schon wieder... Oh Mann. Ich fass es nicht. Hier. Alva. Sein Kumpel hält unten... Ja, okay. Der Kumpel von Alva, mit dem er sich zusammen besoffen hat, hält Wache unten am... Da unten, da. Da nehmen wir doch dann den direkten Weg. Und hüpfen hier mal direkt. Oder? Sehen wir hier noch irgendwo Pflanzen, die man mitnehmen könnte? Nö. Machen wir jetzt mal hier den totalen Wahnsinn. Oh, das war aber eine knappe Kiste. Das hätte aber auch so richtig ins Auge. Antitoxin. Bewegungssensor. Oh, ist das ja eine Goldgrube. Keiner sieht uns. Dann können wir auch verbotene Dinge mitnehmen. Ah. Nice. Was die Barbaren, Berserker einem hier alles so hinterlassen. Und einfach mal mitnehmen kann und vielleicht was mit anfangen. Knaller. Analyse. Systemfehler. Was? Wer? Wo? Was? Ach, da hinten. Daten senden. Negativ. Feindanalyse. Bewaffnung. Marginal. Eliminieren. Beseitigen. Analyse.
Systemfehler. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Prozent also. So, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit? Keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Alter, was bist du eigentlich für ein Roboter? Hm. Alles im Arsch. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel? Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel. Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel. Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Ich hätte ja wetten können, dass die nicht so gut miteinander klarkommen da hinten. Oh gut, wenn der Berserker nichts dagegen hat, dass meine Drohne da lang fliegt, fahren wir aus. Dann fliegt die auch nicht da lang. Offiziell natürlich. Sammeln. Sieht ja keiner. Der Kollege ist ja auf der anderen Seite zum Aufpassen. Steht am Tor und so. Oh, immer diese unnötig hohen Leitern. Thank you.
war's. Wahnsinn. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Okay. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Aha. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Oder mit seiner Frau reden. Bin ich jetzt draußen, ne? Ja, okay. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Okay, wir können jetzt auch nicht mehr weiter mit ihm reden. Natürlich auch blöd. Technik. Oh. Da ist immer noch nichts Interessantes dabei. Das ist bloß ein Werker. Das da kann man einsammeln, kann man nicht einsammeln. Hier kann man auch nirgendwo durch. Nehmen wir die Abkürzung hier hoch. Ah, ich wollte dahin. Genau. Wahnsinnige Abkürzung. Kann ich dir helfen? Unterhalb der Balkone bei Ragnars Festung. Ich glaube, da muss ich. Nee, muss ich da lang? Ja, genau, da lang muss ich. Ich wusste, ich muss irgendwelchen Treppen folgen. Das kann ich doch hier locker einsammeln. Diese mächtige Heilpflanze. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Kann ich hier nicht vielleicht hochjetten? Doch, das schaffe ich. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Oh. Oh, 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 oh. Ah. Keine Ahnung. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht jemand Wichtiges, aber... Ich habe jetzt keine Lust nachzugucken. Unter den Balkonen. Das dürfte ja dann da sein. Krals Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Oh, okay. Das ist ja schon mal soweit nicht verkehrt. Jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich hier noch Spuren auf einen Besoffenen finde. Ein Eimer zum Beispiel mit ganz viel Innereien, Mageninhalt und so. Okay, da war nichts Passendes zu finden. Gucken wir einfach mal auf der anderen Seite, ob das vielleicht auch als unterm Balkon zählt. Nö.
Okay. Zweite Wache, das wollte ich da machen. Irgendwann nachts meinte Alva, er hätte was Besonderes. Irgendwo unter dem Balkon. Irgendwo unter den Balkonen. Hinter der Festung. Das hier ist hinter der Festung. Unter den Balkonen ist hier. Hier habe ich doch gerade schon alles abgesucht. Dieses gesamte Vorbau hier mit Balkon. Oh, Insekten, ey. Dieses Geräusch. Mal völlig fertig. Trockenfleisch. Cool. Geräusch. Mann, Mann, Mann. Ich muss aufhören. Hier vielleicht, ne? Okay. Das ist ein Goldbrocken. Schön. Ein Lagerfeuer. Eine Ratte. Und toter Alva. Bisschen Elektroschrott, Klopapier. Der hat sich das hier doch nett eingerichtet. Spielzeug Dino. Weiß gar nicht warum. Aber looten will ich ihn schon. Zerknüllter Zettel. Und 37 Elixit. Aber ein zerknüllter Zettel, das ist immer schon viel wert. Da. Zerknüllter Zettel. Unterhalb des Schlundes. Heute Abend bei Einbruch der Dunkelheit. 200 Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Stim vorher zu testen. Nicht nochmal von Dirk verarschen. Von Dick verarschen lassen. Okay. Dann gucken wir doch mal ganz kurz hier nach. Nee, da. Wo ich. Zweite Wache. Okay, dann weiß ich nicht mehr, wer hatte mir den Quest gegeben? Wem sage ich denn jetzt Bescheid, dass der Typ tot ist? Muss doch da irgendwie jemand sein, der sich da zuständig fühlt. Wagner? Gerade noch einen Trank gesehen? Ja. Bin ich schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Ja, gucken wir doch mal, was Ragnar zu dem Thema sagt. Nö. Das war einer von den Setzerfritzen. Ich könnte natürlich auch den... Was kann ich mit ihm... darüber reden? Nö, auch nicht. Oh, aber ich kann ihn ja als Begleitung jetzt schon mit rumschleppen. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit.
kann ihn aber nicht mitnehmen. Ich dachte, er kommt jetzt mit. Na gut. Jetzt müsste irgendwo in der Richtung sein und dann ein Stück weiter runter. Das ist eine Karte vom Lager. So richtig nicht. Aber die Richtung stimmt schon mal. Ich glaube, theoretisch reicht es, wenn in den nächsten Fluss zu springen und dann sich treiben zu lassen. Kann man ja mal probieren, wa? War vielleicht nicht so eine optimale Idee. Ja, die Idee war nicht sehr weise. Aber das macht nichts. Es hat ja alles geklappt. Ich dachte, ich komme da runter. Also hier, meine ich. Ach, den kenne ich noch gar nicht. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Okay. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Ach, den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Oh nein. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzel. Okay, gut. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denke aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Das ist ja jetzt schwierig. Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Ich würde ja die Heilwurzeln sammeln und ihm bringen, weil er dann die Verwundeten versorgen kann. Andererseits hat mir der Dieb hier im Dorf ja auch schon gesagt, er wird mir mehr dafür geben. Die Frage ist jetzt, kann ich mir das leisten, hier im Dorf unbeliebt zu werden? Noch nicht. Geht klar. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Bring mir etwas bei. Alles klar. Aha, lauter Resistenzen, Trippen, Tiertrophäen. Moment, ich habe schon relativ viel Geld wieder zusammen. Okay. War ich bei diesem Haus nicht schon? Doch, hier war ich auch schon. Komm. Blubber, blubber. Ich möchte die Heilpflanzen jetzt nicht sammeln. Ich fühle mich ziemlich doof, wenn ich als Alp anfange, Heilpflanzen zu sammeln. Ich bin voll der heftige Kämpfer. Ich bin so ein halber Warlord. Bloß halt in einer anderen Fraktion. Und die Bestie von Xarko, Alter. Ich kann doch jetzt nicht einfach. Außerdem habe ich davon schon ein paar gesammelt. Will nicht. See oberhalb von.
der da war. Ich weiß jetzt nicht, ob das oberhalb ist. Ich vermute das einfach mal. Wir können ja mal kurz in Questlog gucken. Mit dem See. Da haben wir wieder was Neues. Ja, puh. Nee. Wir müssen jetzt erstmal die zweite Wache das klären. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Quest war. Ein Krieger für die Berserker. Gefährden, damit ich noch vogelfrei Kontakt. Hauptmission ist mir jetzt gerade wurscht. Gefährten ist wurscht. Idan. Erntezeit, Elix-Nachschub, Altlasten, Spurensuche, Clanstreit. Die zweite Wache da. Mit wem? Der Setzer Eldur. Den suche ich. Okay. War das der vorhin da oben? Du bist nicht Eldur, oder? Nee, das ist Born. Das ist irgendein scheiß Setzer. Und so ein Normalo. Hier ist keiner. Hier habe ich den, glaube ich, vorhin irgendwo getroffen. Werker, verdammt. Man kann sich den Quest, glaube ich, auch anzeigen. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Auf der Karte markieren. Da ist Eldur. In der Richtung. Ja. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte. Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich erinnere mich, dass du auf einer Belohnung bestanden hast. Hier hast du etwas Elixit. Werde glücklich damit. Ja, 150 Elixit, da kann man schon glücklich sein. So, nächster Quest. Erstmal Aufnahme. Ende. Den Rest vom Spiel nehme ich aber mal morgen auf. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier pausieren. Dann kann ich morgen mich in Ruhe nochmal mit dem Quest auseinandersetzen und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Bis dahin verabschiede ich mich und bis dann.